Da sind wir wieder. Folge 145, leider heute live on tape. Wir hätten sehr, sehr gerne eure Kommentare, eure Ideen, eure Meinungen hier mit eingeblendet, aber da hat uns der Server, entweder der StreamYard oder der YouTube-Server, leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, können wir nichts machen. Machen wir das Beste draus und herzlich willkommen, Felix. Nett, dass du mich heute unterstützt hier. Ja, schönen guten Abend, Gilde, und auch an alle Fortuna-Fans. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen, weil ich ein bisschen nasal klinge, weil ich ein wenig erkältet bin mit Halsschmerzen und ein bisschen Schnupfen. Aber irgendwie ist es wohl der Wetterumschwung oder letzte Woche zu viel Fortuna gewesen und ein Bier war vielleicht schlecht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hoffe ich höre mich halbwegs normal an. Ich weiß es nicht. Gilde, Ja, ja, ne? da ziehen wir durch. Das hört sich gut Ja. an und wir tun so, als ob nichts ist. Aber das können wir gar nicht, denn da war was am letzten Wochenende. Nämlich, ja, erneut ein Heimsieg, der vierte in Folge, davon der dritte zu null. Ja, so sieht doch eine Heimbilanz aus, die wir uns schon viel früher gewünscht hätten. Definitiv. Also ich glaube, wir sind jetzt langsam wieder zur Heimmacht zurückgekehrt, was natürlich die Gesamtheimtabelle noch nicht so in dem Sinne ausdrückt. Aber wenn man das jetzt einfach spätestens seit der Rückrunde sieht oder in den letzten Spielen, kann man das mit Fug und Recht behaupten. Auswärts sind wir dieses Jahr ja eh super stark, was ja in der Vergangenheit eigentlich immer genau andersrum war. Alles super. Ich würde dem Ganzen auch einfach den Titel geben mit zwei Spielen in einer Woche Doppelbelastung, was wir ja sonst nicht kennen, mit Pokal aus in Leverkusen. Völlig verdient und jetzt halt dann der Heimsieg. Es ist die Überschrift Reifeprüfung bestanden, die für mich dann auch irgendwie das Ganze widerspiegelt, weil Respekt, wie die Jungs gegen Braunschweig das dann nicht völlig Weltklasse, aber souverän runtergespielt haben, gewartet haben, gesucht haben. Braunschweig war am Anfang sicherlich besser, aber gewartet haben. Dann kam der Brustlöser mit Felix Klaus Treffer und in der zweiten Hälfte der Elfmeter und danach war es Verwalten. Also von daher, ja, ich glaube, ein Arbeitssieg war es, ne? Arbeitssieg passt genauso. Ich denke, das sind die Einschätzungen, die eher überwiegen. Wir haben ja auch eure Kommentare auch schon in den verschiedenen auch Einstellungen Facebook, YouTube, beziehungsweise auch auf Instagram gelesen. Das seht ihr alle sehr ähnlich. Ich glaube, es macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, total detailliert auf das Spiel zu gucken, weil das ist genau das Ding, das musst du halt dann holen nach dem ja doch dann irgendwo schweren Pokalspiel, ne, das man in den Knochen irgendwo auch noch hatte und vor allen Dingen auch in den Köpfen irgendwo doch noch hatte. Aber der Aufbau war da in der Kurve und ja, wurde dann entsprechend auch jetzt in einem erneut ja ausverkauftem Stadion übernommen, wo ich persönlich die Stimmung wieder sehr durchwachsen fand. Das war so mein Eindruck vom Oberrang der Südtribüne. Ich will das jetzt nicht auf die vermeintlichen Eventis schieben, die sicherlich auch zahlreich im Stadion waren, aber es gab sicherlich schon viele Spiele, wo wir 30.000 bis 35.000 Zuschauer hatten, wo die Stimmung um ein Vielfaches besser war. Und das ist dann doch ein bisschen schade. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt, ob es wirklich nur an dem Thema Fortuna für alle liegt oder ob einfach da der Funke gerade auch von dem Unterrang der Südtribüne nicht so überspringt auf die Massen. Ich kann es schwer sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Viele Schönwetterfans, die man jetzt, wenn böse Zungen das so behaupten würden. Nein, aber also, erstmal muss man auch sagen, ganz ausverkauft war es ja de facto dann auch nicht, weil überall waren nur freie Plätze, muss man sagen, weil irgendjemand kurzfristig da doch nicht konnte oder halt eben vielleicht, weiß ich nicht, die Karte nicht mehr losgeworden ist oder sie weiter zu verschenken zumindest. Aber grundsätzlich waren die ja alle verschenkt, das schon. Und die Stimmung, ich glaube, dass da auch noch der neue Capo und die, die jetzt die Stimmung machen bei den Ultras, da auch noch irgendwie versuchen zu finden, wie machen wir das jetzt? Tolle Geschichte mit dem neuen Lied, unserem Ohrwurm aus Leverkusen von den 95ern, von Opa, das alte Lied von vor 20 Jahren. Ne? Also das muss man sagen, unsere Farben Rot und Weiß. Also das ist schon, das ist, finde ich, gut, das haben sie gut gemacht. Das könnte unser Aufstiegshit werden, wenn das so Ja, klappen sollte. Also ich finde, das das hätte... wär's. Hätte Potenzial dafür. Aber trotzdem, du hast recht, Stimmung nicht so krass. Aber das ist dann auch wieder irgendwo leider unsere Heimatstadt Düsseldorf. Wir sind nicht Dortmund, wir sind nicht Schalke und auch nicht Ölm. Das muss man mal so ganz klar feststellen. Da ist das einfach über all die Jahre hinweg noch krasser und gewachsener. Unser harter Kern, der Stimmung macht, ist halt 30, 35.000, wie du sagst. Aber ja, ich glaube. Du müsstest 52.000 komplett eingefleischte haben, dann klappt das ein bisschen besser. Aber gut, muss nichts heißen. Gegner war nicht der, war schon attraktiv, ist ja Tradition, auch gleiches Gründungsdatum wie wir. Aber auch nicht der HSV, auch nicht Schalke. Kann noch ein bisschen daran liegen, die Braunschweiger haben aber auch tolle Stimmung gemacht, wie ich fand.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ich kann es daher ein bisschen verstehen, dass die Stimmung nicht so geil war, aber rein sportlich, was wir bisher in der zweiten Liga leisten in den letzten Wochen, ist das dann wiederum der Mannschaft gegenüber vom Fan-Pushen her zu Hause zumindest leider auch nicht wirklich fair, muss man sagen. Aber jetzt, das war's. Luft nach oben noch erwähnt vom Spiel. Ich glaube, die ersten 5 Schweigeminuten sollten erwähnt werden, die die Braunschweiger auch mit einem Banner mit unterstützt haben. Da gab es ja leider erneut einen Todesfall in der Fanszene, gefühlt auch viel zu viel irgendwie in den letzten Monaten oder kommt einem vor, ich weiß es nicht. Ganz, ganz übel, unschön, aber da hat man irgendwo auf beiden Fanseiten das ja mit 5 Minuten doch sehr ausführlich auch gewürdigt. Danach ging es dann los mit der Stimmung, du hast es gesagt, auf beiden Seiten. Der Auswärtsblock war auch ordentlich gefüllt und ja, wettermäßig war es ein total angemessener Rahmen. Spieler, ich glaube, Schinter hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht gar nicht so extrem auffällig, aber doch, Ja, wie ich wurde auch zum finde, Spieler des Spiels gewählt, ne? Hat prägend. mich, ja, hat mich auch überrascht. Also war solide, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, er ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Also ich kann jetzt Das nicht meine ich sagen, ja. dass, ne? Also ich kann jetzt nicht nach dem Spiel behaupten, oder ich habe das dann auch in den Bro-Tönen oder so, bin ich gar nicht auf Spieler eingegangen und habe gefragt, wer war für euch der beste Spieler. Gab es so nicht, fand ich. Die ganze Mannschaft hat souverän gemacht. Ich finde, da kannst du keinen hervorheben. Aber okay, wenn Schinter ein solides, unauffälliges Spiel gemacht hat, was vielen gefallen hat, alles okay. Ja, Aber sonst, Emma muss man ja. hervorheben, glaube ich. Sehr Vielleicht noch stark wieder Emma. auf Außen, mit Zug nach vorne, auch mit guten auch Abwehrszenen hinten. Gut, klar, ein bisschen Glück haben wir gehabt beim Pfostentreffer, bei der einen oder anderen Szene, wo Kastenmeier halt dann auf dem Posten ist. Dafür hast du dann aber auch einen dann überdurchschnittlichen Torhüter, der ja mittlerweile ist in der zweiten Liga. Ja, und ansonsten, Vince Vermey ist natürlich eine sehr unglückliche Figur gewesen, wo es mir schon fast leid tat, dass er dann natürlich erlöst wurde, so muss man es sehen. Aber ihm hätte man doch so als Brustlöser dann doch irgendwo das Tor gegönnt. Aber es war maximal unglücklich. In der einen Szene, wir haben sie noch sehr gut vor Augen, wo er einfach über den Ball säbelt, den muss er machen, das weiß er selber. Exakt, exakt. Danach noch die eine oder andere Szene, wo er dann irgendwie nicht wirklich rankam, knapp dran war. Ja, tut einem irgendwie leid, ne? Weil in der Hinrunde war ja gegen Braunschweig gefühlt so sein Start dieser starken Ja, Hinrunde. er braucht den Brustlöser, er braucht dieses Tor und mit dem über den Ball schlagen. Klar, ich würde sagen, 9 von 10 Bällen macht er den. Dafür ist er auch wirklich dann frei vom Tor an sich ein guter Stürmer, oder hat es zwar auch in etwas niedrigeren Ligen, in der dritten Liga oder in Holland halt bewiesen. Der trifft normalerweise zweistellig pro Saison, hat ja auch 9 Tore, also eigentlich sei ihm dieser 10. Treffer zumindest noch zu gönnen. Ich sage jetzt auch mal, er macht den noch mindestens. Das war ärgerlich, das tat mir auch total leid, weil ich bin ein großer Vince Vermey-Fan, du bist es ja auch irgendwo, dass man da sagt, gibt ihm ein bisschen, aber er ist mannschaftsdienlich und hat da auch viel freigehalten und weggeräumt wie immer. Aber das Tor hätte er sich gerne verdienen können, ja. Auf jeden Fall. Und den Elfer macht Christoph Zollis souverän rein. Zeigt die ganze Stärke seines Selbstbewusstseins. Top-Torschütze der Liga, Top-Torschütze bei uns im Kader. Wir haben lange keinen Spieler mehr gehabt, der diese, ja, Anzahl an Toren schon so früh in der Saison geschossen hat. Kann ich sagen, wer es zuletzt war? Hat mich auch ein Kollege gefragt, der hat es da netterweise recherchiert. Und das sollte Christos auf jeden Fall schaffen. Der Letzte, der so viele Tore oder aktuell auch noch mehr hatte, war 2003, 2004 in der Oberliga Nordrhein. Tatsächlich Kultstürmer Frank Meier. Der hatte in der Saison 19 Tore, in der wir aufgestiegen sind. So, also Christos fehlt da noch einer, beziehungsweise zwei für den Alleinigenrekord. An die Bestmarke von Sven Dehmann 1989 mit 35 Toren, glaube ich, Nein, waren es. Das wird er nicht schaffen, aber das nicht mehr. er wird eine alte Bestmarke, oder er wird quasi mal wieder was Neues aufstellen, wenn man das seit 1989, seit Sven Dehmanns Zeiten berechnet. Ich denke, wenn das so weitergeht, kommt er auf 4, 25 Tore. Ja, und das brauchst du auch. Das haben die letzten Jahre gezeigt, dass du einen Top-Stürmer, der einfach dann an die 20 oder über 20 Tore macht, brauchst, um aufzusteigen. Da gibt es viele Ja. Beispiele in den letzten Jahren und auch das spricht ein Stück weit, auch wenn wir da jetzt schon ja, sehr optimistisch weiterschauen, auch für unsere Fortuna. Ja, du hast schon gesagt, Blotöne habt ihr wieder gemacht, fand ich, war wieder sehr anschaulich, war diesmal leider nicht dabei, weder hinter noch vor der Kamera. Habt ihr gut gemacht. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir blenden es hier auch nochmal dann im Nachhinein ein, könnt ihr draufklicken. Lohnt sich auf jeden Fall, waren nette Fans dabei, wir freuen uns ja auch immer, da neue Leute kennenzulernen nach dem Spiel. Leider ohne Mikros, aber dafür ging es von der Kameraqualität von Thorsten. Da können wir uns nicht beschweren. Und der Gilde hat es auch etwas aufgepimpt noch. Ich fand auch Ja. rundum gelungen diese knapp 16 Minuten.
Auf jeden Fall. Ja, machen wir, glaube ich, einen schlanken Haken heute dran. Knapp 10 Minütchen haben wir zurückgeblickt. Reicht. Ja, und ihr wisst, was zwischen den Spielen passiert. Da kommt die allseits beliebte Kategorie. Auch wenn der Kotti heute nicht dabei ist, sind es die News. Dedede. Genau, die News. Oft kopiert, selten erreicht. Da kann ich mich nur wiederholen. Ja, ein Update für den Kader. André Hoffmann fällt mal wieder mit muskulären Problemen aus. Fiel ja schon vor dem Spiel aus. War relativ kurzfristig, glaube ich, die Nachricht, die wir da vernommen haben. Mehr oder weniger auf dem Weg zum Spiel, war es bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie viel früher es kommuniziert wurde. Ja, King Manu und Tanaka bekannt, jetzt nach OP, aber wohl schon auf einem guten Wege, sind aber natürlich jetzt auch im nächsten Spiel und darauf kommt es natürlich jetzt in der Meldung primär drauf an, keine Option. Ne? Aber damit sind die Ausfälle doch zum Glück weiterhin relativ überschaubar, weil Nicolas Gavory kehrt zurück, anteilig ins Mannschaftstraining, Anfang der Er hat Woche trainiert. allerdings auch Er mit hat trainiert. Aufbauphasen. Ja. Wahrscheinlich, also auf keinen Fall Startoption für den Samstag und maximal, glaube ich, eine Kaderoption, wobei die Kaderplätze sind ja schon hart umkämpft mittlerweile durch die Anzahl der nicht mehr Verletzten. Ich glaube, dass Nicola auch, wenn er dann spielen könnte, nicht von Anfang an spielt, weil er letzten Endes klar aus der Verletzung rausgekommen und so doof das dann klingt für ihn, es lief zuletzt ohne ihn halt auch in der Hinsicht in der Liga gut. Also von daher gibt es dann keine Option, da was zu verändern, da Emma nun mal eben auch den Part super gut ausfüllt. Aber natürlich grundsätzlich die Alternativen zu haben, dass er zurückkehrt, ist gut. Genau, heute Mannschaftstraining wieder gewesen. Vielleicht reicht es für die Bank, ansonsten muss er noch eine Woche warten. Ich glaube, wenn es so weiterläuft, werden wir es noch verkraften können. Gehe ich auch von aus. Und ja, die Erfolgsserie der Zweiten, die reißt auch nicht ab. Man hat 2:0 in Bocholt gewonnen. Immerhin gegen Stark. den Tabellenvierten der Regionalliga West. Also das war keine Laufkundschaft, gerade auswärts. Ja, man ist jetzt Zehnter mit 40 Punkten. Ich glaube, den Klassenerhalt kann man nicht nur wegen dieser vermeintlich magischen 40-Punkte-Marke mehr oder weniger schon eintüten. Man ist 13 Punkte vor dem ersten möglichen Abstiegsrang, der ja auch noch variieren kann, je nachdem, wie dann die Aufsteiger aus den noch unterklassigeren Ligen dann sein werden. Ja, bei 6 ausstehenden Spielen, glaube ich, kann man eher nach oben gucken, weil Platz 5 ist nur 3 Punkte entfernt. Ich glaube, das ist der Blick, der da jetzt gar nicht so verkehrt wäre. Nee, sehe ich genauso. Ich habe auch mal auf die Tabelle geguckt. Das ist jetzt in der Regionalliga West, abgesehen von Alemannia Aachen, denen auch der Aufstieg in die dritte Liga zu gönnen ist, weil das wäre Total. schön, wenn dieser Traditionsverein zurückkommt. Die haben knapp 30.000 Zuschauer im Schnitt. Das ist der Wahnsinn, was da wieder für ein Hype ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, du kannst die ersten Plätze angreifen, weil der Run in der Rückrunde unter Langenecke ist super und der Bocholt zu gewinnen, wie du schon sagst, gar nicht so einfach. Die waren auch lange Tabellenführer, sind Aufsteiger, also großen Respekt auch davor. Der Heimatclub von Harald Kartemann, unserer alten Legende im Einwurfbereich, sei dazu erwähnt. Und auch ich war seinerzeit im Stadion am Hünting in der Oberliga, als solche Leute wie Frank Meier oder Axel Benninghausen gespielt haben. Da war ein Harald Kartemann, ein kleiner Schwenker jetzt nochmal gerade, auch damals noch Spielertrainer oder Spieler beim ersten FC Bocholt, das waren alten Tage, und wurde bei jedem Einwurf gefeiert. Also irgendwie hatte Bocholt auch immer so seinen Charme. Und ja, aber nichtsdestotrotz, dass die Truppe da jetzt gewonnen hat, großen Respekt, Klassenerhalt, wie du schon sagst. Wahrscheinlich noch nicht rein rechnerisch, habe ich sie nachgeguckt, aber im Ja, Prinzip so gut wie. Also so gut wie. eher können sie unter die, vielleicht noch Platz 5 oder 6 oder 7 angreifen, das traue ich denen zu. Ja. Mit dem Lauf und ja, ist ja auch gut zu wissen, dass man vermeintlich einen Backup-Trainer hat für den Fall, wenn Daniel Thun dann vielleicht doch mal die Fortuna irgendwann verlässt, was wir natürlich nicht hoffen. Ja, aber dann ist einem doch gar nicht so Angst und Bange, aber hoffentlich werden da nicht andere aufmerksam, ne? Das ist ja immer die Gefahr, die dann auch entstehen kann bei solchen erfolgreichen Jungtrainern, die ja durchaus auch einen gewissen Namen natürlich auch haben in Fußball-Deutschland. Ich glaube, ja, die Spatzen pfeifen schon vom Dach, dass viele sagen, wenn Thune mal irgendwann nicht mehr bei uns ist, also ich meine, er ist ja auch noch jung genug oder so, Jens Langenecke gilt als legitimer Nachfolger oder soll irgendwann mal Fortuna Cheftrainer werden, wenn er das so weitermacht, weil er hat eine Düsseldorfer DNA bekommen, seitdem er zu uns kam, Spieler wurde, lebt in der Stadt, identifiziert sich voll und ganz mit dem Club. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein junger Trainerstern ist, der da aufgeht und dass der irgendwann auch mal die erste Truppe trainieren kann. Aber solange Daniel Thun jetzt alles gewinnt und wir holen Titel und keine Ahnung, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber Nein. nein, aber grundsätzlich ist es jetzt lange Ecke zuzutrauen, denke ich. Denke ich auch. Und ja, mit dieser Meldung ist jetzt mein Newszettel soweit voll.
beziehungsweise leer, besser gesagt. Hast du noch was ergänzend? Nee, ergänzend dazu nicht. Ich glaube, heute gab es wieder lustige Umfrage. Lieblingsfrage der Woche, Lieblingseis der Fortuna-Spieler hat jeder Antwort gegeben. Wie immer, Flo Kastmeier nicht. Der ist ja mal ein kleiner Lausbub. Könnt ihr euch gerne mal den Fortuna Reels oder auf der Homepage angucken, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, oder bei den Social Media Kanälen. Das war echt wieder lustig. Die Frage kam von Daniel Thun, alle Spieler mussten es beantworten. Nur Flo ist dann mal wieder weggegangen, hat gesagt, hau ab. Und dann wurde er wieder gefragt, Flo, komm bitte. Also er hat da schon den Schalk im Nacken. Das ist schon ein lustiges Kerlchen, der Torwart, auf so eine gewisse Art und Weise. Er spielt seine Das Rolle aber war's. auch da gerne weiter, glaube ich, ne? Und Es hält ist da ganz sehr, einfach das Image aufrecht. Ja. ja, macht das Schauspieler das ziemlich gut, das ist, wollte gerade Ja. sagen. Und Emma wurde auch gefragt, warum machst du das? Ist es nicht respektlos vom Flo? Und sagte Emma natürlich, ja. Also, ach, die verstehen sich alle gut, das ist Spaß. Und nein, aber Guckt das es war euch nur. an, weil das ist die Botschaft dahinter, wie gut sich, glaube ich, das Team versteht. Das merkst du, glaube ich, auch in solchen Szenen, wenn im Hintergrund noch einer Faxen macht, wenn der andere gerade interviewt wird. Das sind so die Kleinigkeiten, die sind menschlich und die kann man, glaube ich, ganz gut mitbekommen, ob die gefaked sind oder ob die echt sind. Und ich glaube auch, in vielen Szenen beobachtet zu haben, dass die echt sind und das kann auch nur helfen für den weiteren Endverlauf, den Endspurt in der zweiten Liga. Und das ist doch schon fast die perfekte Überleitung auf das, was jetzt kommen wird, am kommenden Samstag schon wieder. Die Zeit rast zum Glück. Man kann ja die Spieltage kaum erwarten. Da geht es nämlich auswärts nach Wiesbaden. Und ja, da ist doch, glaube ich, noch eine Rechnung auch offen, ne? Man ist ja noch nicht ganz so oft in der Vergangenheit aufeinander getroffen. Nee, weiß Gott nicht, nämlich exakt ein einziges Mal, und die meisten Fans werden sich sicherlich daran erinnern. Es war in der Hinrunde logischerweise bei uns, da haben die Wiesbadener bei uns mit einem 3 zu 1 die 3 Punkte entführt. Das war aber auch eine anstrengende, ich glaube auch Pokal und viele Spiele am Stück Woche, wenn ich mich dunkel dran erinnere. Da waren die Beine platt, das hat Emma sogar neulich im Interview noch gesagt, und dann hieß es halt, ja, da haben wir was gut zu machen. Also ja, nur eine Partie gab es, aber ich glaube, die Vorzeichen sind anders und wir gehen natürlich als klarer Favorit in die Partie. Ja. Ja, das muss man, glaube ich, so sagen, weil man spielt hier gegen eine Mannschaft, die natürlich in der Hinrunde durchaus für einen Aufsteiger eine sehr, sehr gute Runde gespielt hat. Platz 11 hatte man da inne mit 22 Punkten, also schon mehr oder weniger die halbe Miete zum Klassenerhalt, was sicherlich das Ziel der Wiesbadener auch vor der Saison war und auch weiterhin auch sein muss, logischerweise. Ja, jetzt ist man ja nach mittlerweile ja auch 28 Spielen der Tabelle dann doch deutlich abgerutscht, hat mit 31 Punkten ja nur noch 2 Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz. Und ja, da sieht man natürlich, dass da einfach, wenn du da auch als Aufsteiger dann nicht mehr diesen Lauf hast, vielleicht auch nicht mehr so, ja, ich sag mal, so überraschend dann kommst, weil du einfach dann auch schon bekannter bist, logischerweise bei den Gegnern. Ja, es dir auch unheimlich schwerfällt, dann einfach, ja, da auch die Konstanz dann auch zu halten oder generell dann auch wieder weiter zu punkten, gerade in dieser sehr schweren zweiten Liga. Zeigt sich dann auch, das haben wir hier für euch nochmal aufgezeigt in der nächsten Grafik. Da sieht man es nochmal recht schön. Mach's mal ein bisschen größer. Die Rückrundentabelle, nicht falsch verstehen, wir sind auf Platz 5. Ich habe mal den Rest oben ein bisschen abgeschnitten. Da sieht man aber ganz unten in der Rückrunde ist Wiesbaden. Wiesbaden auf einem, ja, ich will nicht sagen abgeschlagenen, aber eindeutig halt hier letzten Platz, ne, mit den besagten 9 Pünktchen und nur 2 Siegen in diesem Jahr. Das ist dann in Summe schon relativ mager und da muss noch einiges dazukommen, wenn es zum Ligaerhalt dann auch reichen soll. Und die Heimtabelle, ne, da gucken wir natürlich auch drauf. Wir spielen ja in Wiesbaden logischerweise. Da sieht es nicht so viel besser aus. Da ist man Vorletzter mit 17 Punkten und auch einem Torverhältnis 14 zu 15. Da passiert halt auch nicht viel, ne? Also glaube ich, das ist auch ein Punkt. Gibt sicherlich auch ein paar Argumente dafür, wo wir halt auch aufpassen müssen oder was dann auch vielleicht für Wiesbaden spricht. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber das sind erstmal die knallharten Fakten, die in allen Belangen für uns sprechen. Definitiv, gerade wir als, muss man so sagen, in der Saison auswärts macht, beim Tabellenvorletzten der Heimtabelle zu spielen. Gut, da passiert wirklich nicht viel. Die schießen kaum Tore, kassieren allerdings auch kaum welche. Also das heißt, es fallen scheinbar in der Brita-Arena nicht so viele Treffer im Allgemeinen. Und wenn man da mal auf diese Statistik genau, die du gerade offen hast, Ja. draufschaut, allein die letzten Partien, ich glaube, der eine Sieg ist ein Testspiel gegen Waldhof Mannheim, wenn ich mich Ja, da nicht richtig. täusche. So, also von da kannst du nicht zählen. Dann kannst du mal sehen, letzten 3 Spiele alle verloren, und vor allem die letzten beiden Spiele mit Osnabrück und Hansa Rostock gegen klare Abstiegskandidaten, die nun mal sind, auch verloren. 6 Punktespiele verloren, ja. Ja, genau, spricht auch sehr für uns. Von daher, Wiesbaden hat auch den Druck zu müssen.
Ja, total. Der letzte Sieg Anfang März, 3-0 in Elversberg. Gut, das haben wir auch getoppt damals. In Elversberg hätte ich fast gesagt. Ja, dann gab es natürlich noch ein Unentschieden gegen Hannover, was uns geholfen hat. Das ist so, ich sag mal, der letzte positive Wermutstropfen aus Sicht der Wiesbaden aus der etwas jüngeren Vergangenheit. Aber ansonsten ist das, wir haben es gerade schon erwähnt, sehr, sehr mager. Ja, was spricht für Wiesbaden? Mit 38 Gegentoren, muss man sagen, ist es die fünftbeste Abwehr, wenn man das als Kriterium nimmt, in der Bewertung. Wir haben immerhin auch nur 3 Tore weniger kassiert. Also da sieht man, dass durchaus eine gewisse Abwehrstärke durchaus da ist, dass die relativ wenig Tore zulassen. Ja, aber mit unserer Offensivpower, glaube ich, bringen wir eigentlich genau das da entgegen, was man in so einem Spiel dann auch Ja, braucht, ne? wir Deswegen würde ich sollten, das jetzt auch nur ja. bedingt als Argument für Wiesbaden betrachten wollen. Das definitiv, solange unsere Jungs da vorne gallig sind im Sturm und die Dinger machen, dann treffen wir und dann wird von Wiesbaden vermutlich nicht viel kommen. Aber wenn man jetzt sieht, dass die weder vorne noch hinten viel machen, kann es im Worst Case, wenn bei uns partout nichts gelingen mag, dann der Statistik zufolge leider auch ein doofes 0:0 werden, wenn man so möchte. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ich denke schon, wir treffen eh die letzten Spiele immer und jetzt war Pokal natürlich ausgeklammert. Ich erwarte da auch einen Sieg. Der muss jetzt nicht klar sein, aber auf jeden Fall ist auch ein klarer Sieg drin. Also natürlich kannst du da 3-1, 3-0 auch mal gewinnen, aber am Ende ist es mir auch wurscht. Hauptsache wir gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen und die Wahrscheinlichkeit, wenn wir ein Tor machen, dass wir da nicht verlieren, ist sehr groß. Wenn wir 2 machen, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass wir gewinnen werden. Insofern alles gut, so sollte man es angehen und da ist man auch nicht wirklich bange, ne? Ohne es jetzt überheblich hier klingen zu lassen. Aber man muss ja auch die Fakten hier ganz klar dann auch einordnen, nicht nur durch die Fanbrille. Ich glaube, das würde ein Neutraler ähnlich sehen an der Stelle. Ja, Korrekt. gucken wir mal so ein bisschen. Der Kotti hat uns netterweise mit den Grafiken heute ein wenig hier auch wieder unterstützt. Ja, auf die statistischen Werte. Gut, Marktwert, Tabellenplatz. Klar, sagt jetzt nicht so viel aus, ist uns ja durchaus allen bewusst. Tore haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, welche Spieler sind gefährlich? Und da sind sicherlich mit Abstand die beiden Herren, die wir hier unten aufgelistet haben, zu nennen, nämlich den Ivan Pretein. Ich hoffe, ich habe ihn richtig, wahrscheinlich nicht ausgesprochen. Ja, Und ich Robin Prittagin, Heuser. Prittagin, Prittagin oder Britain, eins von beiden, ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, der ist gut, der Kroate. Der ist auf jeden Fall gut. Genau, Ja. nachweislich. Nachweislich. Auf den müssen wir aufpassen. Wir waren ja immer zu Recht gerade vor diesen Topspielern und die oftmals dann ja leider gegen uns dann auch schon mal gerne was reißen. Ja, der ist, was ich spannend finde als Statistik, der Spieler in der zweiten Liga mit den allermeisten Torschüssen. Jetzt kann man natürlich sagen, dafür sind 10 Tore dann im Vergleich auch relativ mau. Aber gut, zweistellig ist zumindest so, dass du sagen kannst, das ist ein durchaus guter Zweitligastürmer. Ich glaube, darauf Aber können du wir uns siehst, einigen. das auf jeden Fall, du siehst aber bei der Statistik da oben 31 Tore, wir 61. Im Prinzip schießen die halb so viele Tore wie wir. Ja, Und Petain schießt 10. Das heißt, der ist ein Drittel der Tore dafür zuständig. Das heißt, wenn du den schon mal aus dem Spiel nimmst, richtig. dann sollte das machbar sein. Und ja, den Rest haben wir ja schon erörtert hier. Statistik zur Heimtabelle, Rückrundentabelle. Das ist alles nicht rosig, haben wir ja gerade schon uns angeschaut. 17. zu Hause, Rückrundentabelle, letzter. Ja. Und die Torschüsse hast du gerade erwähnt, dass er noch das meiste macht, aber das spiegelt sich auch in seinen 10 Treffern wider. Genau, das muss man an der Stelle auch hervorheben. Ja, welche Spieler gibt es sonst noch zu nennen? Neben dem Heuser haben wir gerade schon gesehen mit ja, ordentlichen Assists. Der Torwart hat mit 102 Torschüssen doch schon sehr, sehr viel von seinem Kasten ferngehalten. Also auch mutmaßlich sehr stark daran beteiligt, dass da eine ja, relativ geringe Gegentoranzahl steht für einen Aufsteiger. Muss man immer noch mal betonen. Ja, da muss man natürlich sich dann auch was einfallen lassen. Aber auch das sollte für unsere Offensive jetzt nicht die Mauer schlechthin sein, die man gar nicht überwinden kann, ne? Nee, das definitiv nicht. Also ich traue uns das dazu, mehr als einmal zu treffen und dann sollte das eigentlich auch reichen. Definitiv. Weil Ansonsten hinten unsere raus. Abwehr ein Gegentor zuletzt in 4 Spielen. Also von daher, wenn wir schon 2 machen und das so beibehalten, sollte das reichen bei unserer guten Abwehr mit Tim Oberdorf und Dann Siebert. läuft es, genau. Dann läuft es. Und ja, dahinter kommt halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Deswegen sparen wir uns den Blick jetzt hier auch auf die weiteren Torschützen oder Assistgeber. Ich glaube, die zentralen Personen sind diese drei besagten, ohne die anderen jetzt da komplett auszuklammern. Ja, wenn wir mal auf die letzte Aufstellung aber schauen aus dem letzten Spiel, um mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür nochmal zu bekommen. Oftmals spielt Wiesbaden ja in einem 3-3-2-2-System, auch wenn es jetzt hier ein bisschen anders in der Aufstellung des Kickers auch aufgezeigt wurde.
Ja, das wird uns, glaube ich, relativ ähnlich erwarten, mit einer Ausnahme. Ihr seht es nämlich in der goldenen Mitte. Der defensive Mittelfeldspieler, der Jakobsen, hat sich im letzten Spiel die rote Karte geholt und wird dementsprechend wahrscheinlich nicht nur gegen uns fehlen. War eine glatte rote, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der fällt schon mal aus und das ist grundsätzlich sicherlich nicht verkehrt, dass da einfach gerade dieses Bindeglied zwischen Offensive und Abwehr nicht da ist. Definitiv, Markus Kocinski, übrigens ein sehr erfahrener und wie ich finde auch positiv sympathischer Trainer, auch lange beim KSC gewesen. Der hat die Erfahrung, das ist ein Zweitliga-Urgestein auf dem Trainerposten. Also das ist, der ist vielleicht, wenn man so möchte, die einzige richtige Gefahr, weil er halt eben weiß, wie die zweite Liga und der Kampf anzunehmen ist. Aber klar, er steht auch nicht auf dem Platz und ja, wenn der Jakobsen fehlt, dann müssen sie das schon mal umstellen. Wenn ich mich auch dunkel daran erinnere, der Koreaner Lee dort links im Mittelfeld war auch im Hinspiel bei uns, meine ich, ganz wuselig und flott. Den gilt es dann auch noch im Griff zu haben, weil das spricht aber auch für Spieler aus diesen Ländern, dass die halt ähnlich wie bei den Japanern als quirlig, wuselig und viel Kampf stehen. Aber ansonsten ist der Rest, sind wir auf allen anderen Positionen besser besetzt. Ja, Punkt. das muss man unterschreiben. Und ja, viele Namen sagen einem da, wenn man jetzt Wiesbaden nicht total konkret verfolgt hat, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, alles so Faktoren, klar, darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube, das wird unsere Fortuna auch nicht machen. Die werden jetzt die letzten Spiele alle hoffentlich wie ein Endspiel annehmen, weil man hat es in der eigenen Hand weiterhin. Man kann es von vorne spielen, bezogen auf den dritten Platz zumindest. Ob mehr geht, hängt nicht an uns leider. Da muss dann Kiel zumindest einmal mitspielen. Das andere liegt dann in unserer Hand. Ja, aber auch da wollen wir nicht zu weit vorweggreifen. Was haben wir für Nein. Ausfälle? Gucken wir auch da mal gemeinsam drauf. Da sehen wir auf unserer Seite, haben wir schon drüber gesprochen, die bekannten Verletzten. Ganz spannend finde ich im negativen Sinne leider, dass bei uns doch einige Spieler weiterhin mit einer vierten gelben Karte rumlaufen. Und da die nächste dann natürlich zu einer Sperre führen wird, gilt für Jamie Siebert, für Christoph Zolles, für den Emma Ioa, für den Vince Vermey und auch für Felix Klaus. Also da sollten doch hoffentlich nicht möglichst allzu viele parallel von den fünf Kandidaten sich die fünfte holen. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr. Ihr seht es an den Einsätzen, alles Spieler, die ja an die oder deutlich über 20 Spiele auch gemacht haben für uns in dieser Ja, klar. Saison. Muss man natürlich ein Auge drauf haben, aber kann man, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, Mensch, spar dir die gelbe. Das passiert im Spiel, das kannst du nicht immer verhindern. Eben. Aber trotzdem wäre es halt bitter, wenn da zwei, drei parallel dann für vielleicht ein Spiel ausfallen, gerade wenn es dann gegen Kiel geht, das ist noch lange hin. Aber es ist normal Ende der Saison, dass man da Richtung Fünfter oder vielleicht sogar Zehnter gelben Karte dann auch geht. Definitiv, also wie du schon sagst, es sollten nach Möglichkeit jetzt nicht alle 50 gelb abholen, beziehungsweise allein schon zwei oder drei wäre schon viel. Ja, wäre auch schon doof, Aber ja. es wird ja irgendwann einen erwischen und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, aber dafür großen Respekt, weil diese Statistik mit vier gelben Karten bei ein paar Spielern ist jetzt, glaube ich, auch schon 2, 3 Wochen. Also da haben sie sich in Ja. der Hinsicht dann doch ganz gekonnt zurückgehalten. Aber auch Richtig. da, vielleicht, so doof das ist, muss Christoph Zolles sich ein taktisches Foul oder irgendwo eine gelbe Karte vielleicht in einem Spiel holen, wo das nächste Spiel eben dann nicht Kiel ist oder so. Oder in Ja. Anführungsstrichen ein vermeintlich machbares Spiel, was auch ohne ihn ginge, bei dem, was wir noch im Restprogramm haben. Also wäre schön, wenn er gegen Kiel oder auch auf Schalke, auch wenn Schalke nicht gut Ja, ist, aber natürlich gerade ein auf Schalke auch. Hexenkessel ist, Ja. da brauchen wir ihn. Aber am Ende, es wird die Leute erwischen, dann ist es so. Und dann ist es leider auch okay, weil das ist immer das Regelwerk. Und Eben. oben haben wir ja auch stehen, Uchino wird ja für die japanische Olympia-Auswahl abgestellt, länderspieltechnisch. Das ist auch sehr schöne Geschichte für ihn. Da kommt wohl erst zum Kielspiel wieder sozusagen. Wobei er bei uns ja auch nicht unangefochtener Stammspieler ist, aber Nein, schön, die Breite. dass er da ums Ticket kämpfen darf. Und bei AO ist auch die spannende Frage, wie lange das noch alles dauert. Aber ich glaube, gehört zu haben, nach dem Wiesbaden-Spiel könnte der wohl wieder am Training so langsam teilnehmen. Ja, und dann war er nicht so lange raus, dass er dann nicht wahrscheinlich wieder schnell auch wieder Anschluss finden kann. Ja. Nein, ich sag mal, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also jetzt sind wir ja in der breiten Kaderstärke. Wenn dann jetzt mal eine Gelbsperre kommt, können wir die natürlich jetzt einfacher kompensieren als in vielen anderen Phasen der Saison, wenn es denn hoffentlich so bleibt. Ja, Ja. Verletzungen, Ergänzungen von Wien Wiesbaden. Da fällt noch der El Wali Uati aus und der Nico Rible. Die sind jeweils verletzt und werden demnach wahrscheinlich auch keine Option für den kommenden Samstag sein. Aber auch da habe ich jetzt nicht ins letzte Detail geschaut, wie viele Spiele die gemacht Nein. haben, wie relevant die für den Kader sind.
Seid uns nicht böse, auch liebe Wiesbadener, wenn ihr hier reinschaut, dass wir da natürlich so tief nicht in jeden einzelnen eurer Spieler hineinschauen können. Ihr wisst es da im Zweifel dann auch natürlich besser bei eurem Verein. Ich glaube auch, dass die beiden neben dem Jakobsen nicht keine Faktoren bisher waren oder sind. Sonst hätten wir das in der Liga schon mal gehört, dass der oder der heraussticht. Damit werden sie selber leben können, aber ja, so ist es. Denke ich auch. Mensch, ist das ungewohnt. Ohne eure Kommentare gefühlt ist man hier einfach auch viel gehetzter in der Sendung. Das entschleunigt dann doch so ein bisschen und wirft nochmal so ein paar neue Ideen, Eindrücke und auch Meinungen natürlich auf. Hoffen wir, dass das technische Problem, wo es auch immer ist, bei StreamYard oder bei YouTube, schnell behoben wird. Die Techniker arbeiten O-Ton mit Hochdruck daran. Ja, wir hoffen trotzdem, dass euch das ja, ein bisschen Spaß gemacht hat heute auch, auch wenn es sehr ungewohnt war. Für uns sicherlich auch. Wir sind anders gewohnt. Kommen hoffentlich Aber schnell wieder halbe zum Stunde, halbe Prinzip zurück. Stunde. Schlanke halbe Ist Stunde, so. das ist der Vorteil. Ja, deswegen, ich denke, wir wollen es jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich werde wieder vor Ort sein. Es ist mein viertes Auswärtsspiel in Folge in dieser Rückrunde. Ja, Respekt. ich bin voll dabei, aber es sind auch Zufälle, die sich dann auch so ergeben haben, dass das alles irgendwie passte. Schalke wird dann Nummer 5 in Folge sein. Auch da freuen wir uns alle schon wahnsinnig drauf. Aber ne, erstmal Wiesbaden. Ich bin gespannt. Kleines Stadion, Nähe Gästeblock, schön nah dran. Nach dem Spiel vielleicht noch runterlaufen, bisschen näher was vom Rasen schnuppern und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler etwas näher auch betrachten können. Ich werde natürlich schauen, dass ich ein paar Fotos, ein paar Videos mache. O-Töne, Bro-Töne, muss ich mal gucken, ob das passt. Bin ja auch mit Family da, insofern schauen wir mal. Ja. Ja, das definitiv. Und in Wiesbaden ähnliche Größe wie in Osnabrück. Ich glaube, Ja. Osnabrück ist dann schon trotzdem noch ein bisschen mehr Hexenkessel, aber die Stadien sind Ja. ungefähr gleich groß mit 15.000. Das muss die Fortuna annehmen. Da hat sie sich in Osnabrück am Anfang ja auch etwas schwerer getan, am Ende dann souverän gewonnen. Aber genauso ist unserer Mannschaft auch ein 4:0 wie in Osnabrück grundsätzlich zutraubar. Also, oder zuzutrauen vielmehr. Ich gehe von einem Sieg aus und eigentlich sogar mit 2 Toren Unterschied. Aber am Ende nehme ich Das auch ein wäre schön. 0-1 und 1-2. Das wäre schön. Oft genug sind wir dann in solchen Momenten Ja. enttäuscht worden, aber das hätte man ja auch schon gegen Braunschweig durchaus befürchten können, müssen. Und es ist nicht passiert. Dranbleiben, wir sind voll mit dabei, Woche für Woche. Und der Endspurt, der hat jetzt begonnen, spätestens jetzt. Ja, in So diesem ist das. Sinne. Die Jungs haben Bock, wissen wir. In diesem Sinne. Genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Wir freuen uns, sehen uns nächste Woche dann wieder, hoffentlich wieder im bekannten Live-Format. Und bis dahin, gutes Wochenende, gute Restwoche. Bis ganz bald, eure Fortuna 95 Bros. Bis Ciao, dahin, ciao. macht's gut. Ciao, ciao.